Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stellplatz, beziehungsweise diesmal sind wir auf einem Campingplatz in der Bretagne. Wir stehen in Dinard auf dem Camping Pont Blanc, einem Campingplatz, der direkt am Meer liegt. Deshalb wollte ich ja auch unbedingt hier hin. Bonjour. Und ich wollte nämlich dann den Küstenweg hier bis zur Promenade nach Dinard laufen. Wir stehen hier. Der Platz in diesen Reihen ist total begehrt und seit 3 Tagen ausgebucht. Darum waren wir auch vorher in Saint-Malo gelandet, wo wir gar nicht hin wollten. Das wollen wir gar nicht bereuen. Schaut mal, das ist ein wirklich schöner Stellplatz da. Und hier haben wir einen Campingplatz. Lasst euch nicht beirren, er ist nur AXGI inspected, nicht mit Rabatt. Der Platz ist eigentlich nur online buchbar oder bei Anmeldung fahrt ihr rein und macht es, aber ihr könnt ihn nicht telefonisch reservieren. Man verweist immer aufs Online-Booking. Ihr habt hier vorne, wenn ihr durch das Tor fahrt, einen Wartebereich, nicht da stellen, wo der große Liner steht, stelle ich mal auf das Kennzeichen, sondern auf der linken Seite in die Wartebuchten. Die Rezeption ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet und ihr könnt euch anmelden. Befahrbar und auf euren Platz könnt ihr ab 14 Uhr, wenn es nicht so voll ist, fragt ruhig, ob ihr früher drauf könnt. Hat bei uns auch funktioniert. Wir sind um 12 schon drauf gejückelt. Und Abreise ist wieder bis 12 Uhr des Abreisetags. Bevor ich es gleich vergesse, weil wir nach der Anmeldung daran vorbeifahren, gegenüber von der Anmeldung steht ein Brötchenwagen, wo ihr jeden Morgen frisches Brötchen und frische Kuchen bekommen könnt. Also von daher, ansonsten, alles andere erzählen wir euch gleich, wenn wir drin sind. Ihr kommt aus der Richtung angefahren. Da geht es runter in die Stadt, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid. Da hinten haben wir auch schon das Meer. Und wo das Durchfahrtverbotsschild steht, geht es rein in den anderen Bereich des Campingplatzes. Auf dem Platzgelände selber, ihr könnt zu Fuß oder mit dem Rad euch da hin und her bewegen, ohne immer hier außen rumlaufen zu müssen. Nehmen wir euch mal mit und zeigen euch einen Campingplatz mit Strand in der Bretagne. Davon gibt es ja zum Glück ein paar, aber nicht so viele. Nach der Anmeldung erhaltet ihr einen Plan vom Campingplatz und einen Zugangscode für den Bereich, wo euer Pitch eben ist, so nennt sich der Platz. Einmal könnt ihr hier rein auf den oberen Bereich oder wir stehen auf dem anderen Teil. Es geht eine kleine Straße darüber und dort haben wir eine andere Schranke mit einem anderen Pitch. Also kann da auch nicht jemand einfach so drauf fahren. Wenn ihr dann von der Anmeldung, wie gesagt, hier vorbeifahrt, immer auf das Meer zu, habt ihr hier den anderen Platzbereich. Ihr fahrt bis an das Terminal heran, gebt den an der Rezeption erhalteten PIN-Code ein und dann öffnet sich die Schranke. Wenn ihr rausfahren wollt, öffnet sie sich automatisch. Da sind wir auch schon direkt an der Rezeption für die Anmeldung. Hier habt ihr einmal deutsch- und englischsprachiges Personal, Französisch natürlich inklusive, den Plan nochmal und ihr könnt hier Informationsmaterial, wir haben einen Stadtplan von Dinard erhalten, der gleich sehr hilfreich sein wird, wenn wir uns die Stadt angucken. Ihr könnt da einen Kaffee bekommen, Kleinigkeiten kaufen, von Snacks über kleine Konserven, Toilettenpapier, was man alles so vergessen haben kann, wie ich, Duschgel. Und dann kann man hier auch ein bisschen Merchandising erwerben zum Platz in Form von T-Shirts und Schnicki-Schnacki-Täschchen und so Zeug. Alles super freundlich, sehr unkompliziert. Aber wie komme ich hier hin? Ich kann aufs gut Glück anfahren und fragen, habt ihr was frei? Das ist richtig. Aber wenn du hier anrufst und reservieren möchtest, sagen die, buche bitte online. Mach mal nicht, schreiben wir jetzt nicht auf, buche online. Dann kommst du auf ein Buchungsportal. Das ist eigentlich relativ einfach. Es sagt dir direkt, ob frei ist oder nicht. Und dann musst du für die Reservierungsanfrage
eine Vorkasse von 5 Euro zahlen. Die wird aber dann mit dem Stellplatzgebühr verrechnet, so dass gewährleistet ist, dass du definitiv hier ankommst. Wir haben für die Online-Buchung einen Rabatt von 5 Euro erhalten, was heißt, dass wir inklusive der Kurtaxe ohne Strom, 7 Meter, hier 13,10 Euro bezahlt haben für die Nacht. Für 2 Personen. Das nennt sich auch Two-Person-Package. Es gibt auch noch das Ein-Person-Zelt-Angebot. Das liegt bei 11 Euro irgendwas. Und ansonsten ist das eigentlich alles unkompliziert. Der Campingplatz ist von Mitte Februar bis Mitte November geöffnet. Wir haben uns die ganze Zeit, während wir die Rundfahrt hier gemacht haben, gefragt, wohin mit dem Müll? Es steht nicht irgendwo ein Müllbehälter. Wir haben keine Hundekotbehälter gesehen, nur dass eben Schilder da standen, das Hundekotbeutelchen. Auch einen habe ich gesehen. Einen hast du gesehen. Ich weiß nicht, wo. Entsorgt werden soll. Wir haben unten, als wir gefilmt haben, Wanderer gesehen, die ihre Picknickreste in einen Müllbehälter schmeißen wollten, Papierkorb oder ähnliches, Abfallbehälter. Nix. Und jetzt haben wir es gefunden, gerade hier. Da vorne, da gehen wir aber gleich noch mit euch hin, haben wir die einzige Müllentsorgung, die wir hier vorfinden. Zeigen wir bei euch gleich aber. Hier noch die Mietchalets, beziehungsweise teilweise, denke ich mal, sind die auch in Pacht, dass man die, oh, die gucken aber auch schön ums Meer, dass man die vielleicht auch beim Eigentümer mieten kann. Da müsst ihr hier einfach nachfragen. Da mein Französisch null ist, konnte ich nicht allzu viel eben in der Rezeption fragen. Da informiert ihr euch besser. Bitte besser selber. Ich habe mit Händen und Mühen mich fürs Wohnmobil durchfragen können. Den Platz hätte ich auch noch genommen. Ist auch noch Platz. Den hätte ich auch genommen. Wunderschöner Ausblick hier. Aha. Hier haben wir noch mal wieder einen kompletten Sanitärkomplex mit Wäschewaschbereich. Ach, bei Wäschewaschen kriege ich das Ding in die Hand gedrückt. Hm? Dafür, dass ich die immer wasche, darfst du auch mal. Aber schön gemacht. Die Kacheln sind richtig einladend. Mit zu verschließenden Waschkabinen. Wie gesagt, bei den Temperaturen, das ist nicht beheizt jetzt. Es ist hier ein bisschen frisch drin. Aber Außendusche für die ganz harten. Hier haben wir den Spülbereich. Eben ist geputzt worden durch den Regen, ist aber natürlich entsprechend der Boden immer schnell wieder entsprechend schmuddelig. Hier haben wir WCs. Hier haben wir nochmal ein Waschkabinen und ein Pissoir, ein Außenwaschbecken. Hier haben wir auch nochmal Waschbecken mit Steckdosen im Außenbereich, wenn man es lieber Outdoor möchte. Und hier sind noch vier Duschkabinen, die ist besetzt. Oh, die ist schön. Ich glaube, ich gehe hier morgen duschen. Die kannst du mieten. Ja. Sehen auch größer wie so ein Strandwagen, ne? Na, geht der Küstenweg weiter. Wir müssen jetzt hier wieder umdrehen.
schön ist, dass die einzelnen Ebenen auch immer mit diesen Durchgängen verbunden sind, damit du nicht immer außen rumlaufen kannst. Und hier geht es ja auch wieder direkt runter zum Strand. Und da vorne geht es wieder auf den Küstenwanderweg, direkt hier am Ende der Parzelle. Also die Parzellen sind wirklich überall relativ sehr groß. Also das muss man schon sagen, ne? Mhm. Also wir haben da hinten bestimmt 100 Quadratmeter, wenn ich das an eben messe. Zwei Wohnmobile hinstellen. Da könntest du zu zweit stehen. Hier im Endeffekt auch. Also einen Kastenwagen kannst du da suchen. So, dann fahren wir mal weiter, damit wir euch noch ein bisschen den Platz zeigen. Und das ist einer der Gründe, die ihr da gerade seht, warum dieser Campingplatz, abgesehen von seinem moderaten Preis, so beliebt ist. Er verfügt über einen direkten Strand. Um den Platz drumherum geht der Küstenwanderweg, der GR34, der hier wirklich am Platzgelände vorbeigeht. Und da hinten neben dem weißen Tor geht die Treppe runter und dann kann man ihn dann bis nach Dinar laufen. Schaut mal in das Video zu unserer Umgebung, zu unserer Bretagne-Reise. Da könnt ihr das ein oder andere zu hier natürlich wieder sehen. Und eventuell gehe ich auch mit euch auf den Weg da unten vorbei. Lasst euch überraschen. Wir haben hier am Strand noch eine Strandbar, die jetzt auf Montag geschlossen ist. Aber am Wochenende und in den Hochsommerzeiten hat diese geöffnet. Hier gibt es kleine Snacks und Getränke jeglicher Art. Daneben haben wir dann noch ein süßes Eisbütchen. Diese Hexenhäuschen finden wir hier auf dem Platz immer wieder mal oder auf dem Campingplatz. Und in unterschiedlicher Funktion, die wir euch aber gleich noch weiter erklären. Hier haben wir noch einen kleinen Fitnessparcours, wenn ihr euch morgens bei dem Ausblick vielleicht auf dem Stepper oder mit ein paar Sit-Ups in Wallung bringen wollt, könnt ihr das hier gerne machen. Und ansonsten ausreichend Bänke laden dazu ein, hier einfach nur ein Päuschen zu machen und dem Wasser zu rauschen. Hört mal. Und wenn euch diese sportliche Betätigung nicht ausreicht, habt ihr hier hinter dem Toilettenhäuschen, hier am Strand haben wir noch ein Toilettenhäuschen, auch mit einer behindertengerechten Toilette, haben wir noch eine Segel- und Surfschule, wo es weitere sportliche Betätigungen gibt, wenn es das Wetter zulässt. Momentan ist geschlossen. Der Platz ist heute auf dem 27. Mai 2024, einem Montag, von den Panorama- und Meerplätzen komplett ausgebucht. Und da sage ich euch mal direkt was zum Platz. Ich habe meinen Zettel am Fahrrad gelassen, ich bin schlau, ne? Wir haben hier 176 Plätze, die alle den gleichen Grundpreis haben. Und solltet ihr aber am Meer, Panorama oder strandnah dazu buchen, gibt es da verschiedene Preiskategorien. Einmal kostet es 5 Euro Aufpreis pro Nacht und die, die nicht direkt dran sind, die Panorama- und am Meerplätze, die kosten 2,50 Euro pro Nacht extra und hier vorne die erste Reihe, die kostet einen Fünfer dazu. Zeige ich euch gleich mal auf dem Plan, wo da die Kategorien sind. Das ist nämlich da ganz schön farblich dargestellt. Gehen wir mal zu meinem Rad. Ich habe den Plan ja liegen lassen. Das ist der Plan vom Campingplatz Port Blanc mit seinem Strand Plage Port Blanc. Wir haben hier den Anmelde- und Informationsbereich. Das ist der Hauptteil des Platzes. Wir stehen praktisch gerade hier und ich muss das zuhalten, das ist der Zugangscode für diesen Part.
haben wir noch den oberen Bereich, an dem wir stehen. Da stehen wir auf der 176. Da haben wir auch ein Sanitärgebäude. Und hier haben wir die bereits gerade aktuell geschlossene Strandbar. Wenn Alfred mal hochfilmt, da hinten in der hinteren Reihe unter den Bäumen stehen wir. Dann haben wir hier vorne drei Plätze, die vorne an der ersten Reihe sind. Das wäre so eine 2,50 Euro extra Option. Und nee, das sind die mit der 5 Euro. Die dunklen, das sind die 5 Euro mehr Plätze. Die gelben, die hellblauen und die mittelblauen, das sind die mit der 2,50 Euro extra. Alle Plätze verfügen über Strom. Manche sind aber für Wohnmobile gar nicht anfahrbar. Die sind so komisch von der Zufahrt her. Die sind nur für Zelte geeignet. Aber das wissen die an der Rezeption genau, welchen Platz die für welchen Camperbereich zuweisen. Und ansonsten muss ich euch sagen, wir zeigen euch ja oder haben euch den Platz auch soweit gezeigt. Wir beschränken uns hier auf den Wohnmobilbereich und auf die Wohnwagen. Was es jetzt kostet, wenn ihr hier ein Mietobjekt dazu nehmt, da schaut bitte an auf die Homepage, da ist eine detaillierte Preisliste bzw. es kann online eben angefragt werden oder ihr ruft hier an. Die sprechen einigermaßen Deutsch und sehr gut Englisch. Und jetzt sind wir schon wieder am Eingangsbereich. Hier haben wir wieder Spülen, Sanitär, Chemietoilettenentleerungen en masse, nett angelegt mit diesen Blumenbeeten. Ich schiebe uns einmal da rum und dann gucken wir mal, ob das hier anders aussieht. Wir haben echt da hinten den ömmeligsten Duschbereich, aber den zeigen wir euch gleich noch. So, oh, hier ist Heizung an. Ey, hier ist Heizung an, ich gehe hier duschen, ich war bis hier mit dem Fahrrad. Das ist nett gemacht. Wieder mit den Handwaschbecken und den Duschkabinen. Aber wie gesagt, diese Armatur ist in allen gleich. Die Fliesen sind halt nur mal was neuer und was älter. Das sind alles Duschen. Die Toiletten sind an einem anderen Eingang. Dann haben wir hier vorne noch einen Wickelraum in dem anderen. Hey, mich kannst du mit einem Hochstühlchen. Och, die Kacheln sind ja geil. Die will ich im Badezimmer. Möchte mein Glatt noch mal Baby sein. Also wenn die bei eurem Besuch fehlen hat, wird die abgebaut. Aber der Obelix sieht ja so ähnlich. Ja, ja. Ach, guck mal. Er hat noch einen kleinen Kräutergarten. Das ist Dusche dann. Dann haben wir hier auch noch mal die Waschmaschinen. Noch mal, wir haben noch gar keine gezeigt. Hier haben wir die Waschmaschinen, drei Stück an der Zahl. Trockner sehe ich jetzt nicht, steht aber da. Ach, da ist er ja auch. Wir haben einen Trockner, zwei Waschmaschinen. Der Trockner kostet 4,20, die Waschmaschine 5,20 und den, wenn ihr Waschmittel benötigt, 1 Euro extra. Stühlchen zum Warten ist auch da und ansonsten ist es da aber alles picobello sauber. Mein Mann ist weg, da ist er. Haben wir noch ein Behindertenbad? Oh, mehrere. Okay. Hier einfach ein tiefer gesetztes großes Waschkabine. Und da ist zu. Und eine Behindertendusche mit Haltegriff und ausreichend Platz. Aber Toilette haben wir hier behindertengerecht nicht. Also suchen wir weiter. Für euch und für mich. Wenn man direkt um die Ecke geht bei dem Behindertenbad und Dusche, hat man auch die Behindertentoilette.
die etwas erhöht ist, dass man nicht so tief hinunter muss. Das Ganze hier ist vom Sanitär her nicht hochmodern. Also das habt ihr ja mittlerweile gemerkt. Aber der eine Bereich ist renoviert worden in diesem Rondell und bei der Campingplatzgebühr von 23 Euro bucht man online, gibt es 5 Euro Rabatt. Also wir haben 18,10 Euro für die Nacht ohne Strom bezahlt. Strom hätte nochmal 4,50 Euro gekostet. Und es gibt noch einen Aufpreis von 2 Euro, wenn ihr länger als 8 Meter seid. Aber wir mit unseren 7 Meter haben hier für die Frischwasserverentsorgung, Chemietoilettenentleerung, WLAN gibt es hier wohl auch, aber da muss man in der Rezeption einen Code erfragen. Haben wir nicht gemacht, können wir nicht testen. Haben wir jetzt 18,10 Euro bezahlt und können relativ nah am Wasser sein. Mir ging es eigentlich darum, dass ich abends da am Wasser noch ein bisschen rumlaufen kann. Von daher passt. Zeigen wir noch die Toiletten? Hier haben wir dann auch wieder eine Chemietoilettenentleerung mit Spülschlauch. Reicht. Und hier nochmal 2, 4, 6 Toiletten. Die ich jetzt ausprobiere. Und nicht vergessen, nehmt euer Toilettenpapier mit. Ich hab's jetzt nicht mit. Fahren wir nochmal um. Überall auf dem Campingplatz findet ihr hier die Wasserentnahmestellen für kleine Wassermengen oder wenn man was abspülen möchte. Kann man allerdings keinen Anschluss anschließen. Ich habe eben wirklich nicht drauf geachtet. Läuft eine gewisse Zeit, ich sag mal ungefähr Gießkannenlänge, vielleicht 5 Liter oder 10 Liter. 10 Liter, glaube ich, die kommen da raus, wenn es läuft. Ja, dann zeigen wir euch einmal noch den Strom. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, auf dem ganzen Platz verteilt sind Feuerlöcher in so roten Boxen. Die kann man nicht übersehen. Und von den Stromanschlüssen haben wir zwischen Antiquariat und 9 aktuellen Stromanschlüssen. Alles vertreten. Kommt auf den Platzbereich an oder ob man erneuern musste. Die Stromanschlüsse sind immer für 4 Parzellen. Je nachdem, wo ihr steht, weil die Parzellen so groß sind, müsst ihr schon ein langes Kabel mit haben. Ich denke mal, ist das ein Fundtier? 25 Meter könnten zu kurz sein, ne? Je nachdem, wo du stehst. Also 50 Meter solltet ihr dabei haben. Wir haben gestern noch beobachtet, wie unsere Nachbarin auf dem anderen Platz ein viel zu kurzes Kabel hatte. Okay, es waren glaube ich auch nur 2 Meter. Wirklich zu kurz. Aber da konnte man sich freundlicherweise eins an der Rezeption leihen. Ob es hier auch geht, weiß ich nicht. Also von daher, ich habe hier einige Strecken gesehen. 50 Meter solltet ihr mit haben. Da sind wir aber auch schon auf der Parzellengröße. Wir zeigen das hier einmal an der nackten Parzelle, weil da ist die Hecke. Dann geht's bis hier. Ich würde mal tippen, ihr habt hier die 100 Quadratmeter Linie. Also wir könnten noch jemanden neben uns stellen. Wir blenden noch mal rüber zu uns. Ach, bei uns ist eine 6er Steckdose. Also von daher ist das, glaube ich, immer pro Reihe. Ja, es könnte immer pro Reihe sein, weil hier passen 6 hin, da 4. Und der von da ganz hinten, der muss nämlich mit hier an den Strom. Also wir stehen am Rand der Markierung. Da kannst du auch noch einen Anhänger, einen PKW oder was du noch so mit hast, hinstellen. Oder du könntest getrennt schlafen. Ja. Alfred Schlittraufen. Ja, träum weiter. Genau gegenüber haben wir noch das 3. Sanitärgebäude. Ist von denen, die wir gesehen haben, die tun sich nicht viel. Plus, minus eine halbe Note, also auch in dem Raster. Wir zeigen es euch nochmal. Wir gehen mal eben rüber. Auf der einen Seite befinden sich Handwaschbecken, wo ihr entsprechend eure Wäsche waschen könnt. Eure Wäsche waschen könnt und
Das ist echt, habe ich noch nicht gesehen. Von hier steuert ihr die Wassertemperatur. Ich bin dazu blöd zu, ne? Mein Französisch ist zu schlecht dazu. Keine Ahnung. Die wissen auf jeden Fall alle, wie es geht, weil auf der anderen Seite wird gerade abgewaschen, sind zwei Damen fleißig, haben wir das Ganze nochmal als klassisches Spülbecken. Ich glaube, müssen wir euch nicht zeigen, sollte gleich frei sein, zeigen was. Aber ich glaube, wie ein Spüle aussieht, weiß jeder. Oh, ich bin nur zu blöd dazu. Draufdrücken. Drücken, Temperatur einstellen. Mit Eispilztemperatur, Power funktioniert das und dann könnt ihr wie an der Dusche die Temperatur regeln. Na, beim Duschen bin ich zum Glück nicht so blöd dazu, oder? Why? Hier haben wir dann doch noch einen Müllbehälter, aber nur für das, was ihr hier während des Wasch- und Spülvorgangs an Müll findet, nicht für euren kompletten Restmüll. An jedem Sanitärgebäude haben wir noch mal Notfallnummern und Notfallverhaltensmaßnahmen. Und dann haben wir hier auch schon die Sanitärbereiche für die Herren und für die Damen. Ich zeige euch mal die Mädels. Wir haben hier Waschkabinen. Dann haben wir so Handwaschbecken mit Spiegel in. Ich bin begeistert. In Höhe, dass ich mich auch mal sehe. Guckt, da bin ich. Und Toiletten. Wir haben hier komplett überall die brillenlosen Toiletten, wie sie in Frankreich auch typisch sind. Es wird zweimal am Tag gereinigt. Sollte es wie bei Regen oder so zu starken Verschmutzungen kommen, an der Rezeption Bescheid sagen. Es wird dann zwischendurch gesäubert. Wir haben hier, wie ich schon eben gesagt habe, die gleichen Duscharmaturen und entsprechend die Duschkabine mit Haken und Ablagebord. Wir haben hier auch eine Behindertenbad mit, ups, da hatte ich doch noch Power, mit der Toilette, einer Sitzmöglichkeit beim Duschen und einem Bad und niedrigem Spiegel. Hier haben wir, dadurch, dass das Ganze auch offen ist, es ist nicht beheizt, haben wir hier nämlich auch direkt den Durchgang nach außen. Dadurch haben wir hier aber auch Temperaturen, die zu schnellem Duschen veranlassen, wenn es wie jetzt unter 15 Grad ist. So, dann, ich habe meine Pflicht erfüllt. Chemie ist um die Ecke und das für Männchen. Geh mal zur Chemie. Dann kommt mal mit. Ich springe erst mal um die Ecke. Hier ist, wie schon gesehen, Chemieentleerung, Schlauch zum Spülen und eine Bürste für die Reste wegzumachen. Unser Fazit zu dem Campingplatz Pont Blanc: Schnuckelig, hat seine Atmosphäre durch die kleineren Parzellierungen der einzelnen Flächen direkt am Wasser. Viele gehen hier schwimmen, abends noch ein Ründchen wandern, unten die Bänke. Die Molen sind alle besetzt. Es wird da unten gepicknickt und Abendbrot gegessen. Wir warten auf den Sonnenuntergang, den es heute nicht gibt. Und ich würde mal sagen, von mir gibt es die 2 und von Alfred auch das 3. Sternchen. Wenn wir noch mal herkommen sollten, da können die sich auf den Kopf stellen. Dann will ich da vorne irgendwo stehen, wo ich das Wasser sehe. Ob ich das auch noch sage nach einem Gewitter und einem Sturm, weiß ich nicht. Aber dann würde ich glatt hier noch mal hinfahren. Und ansonsten ist der Platz völlig legitim und mit Kindern und Badeurlaub eine gute Station, wenn man in die Bretagne fährt. Wir sagen an der Stelle wieder danke fürs Zuschauen. Bleibt dran, es kommen noch weitere Stellplätze hier aus Frankreich.